versuche. Ich weiß nicht, was hier los ist. Was denn? Nun sag es doch. So, worauf Sie achten, Müll beraten. Ist ja nicht schlimm. Vielleicht kam das eh auch nur zu kurz. Willkommen zurück bei Little Hope. Juhu, mit einer wachen Nessie. Ja, oder es ist No Hope. So, und ich soll jetzt mit ihm hier irgendwas Nützliches finden. Alkohol. So, was macht ihr hier? Ja, ihr, die chillen da nur rum. Vielleicht kannst du ja einen Dart-Pfeil nehmen. Ich geh einfach mal hier rum. Ein Dart. Oh, guck mal. Ein Telefon. Mist! Nach einer halben Stunde habe ich mitgekriegt, dass da kein Signal ist. Sind da noch irgendwelche Türen, wo ich reingehen kann? Nee. Aus dem Weg, Mann. Da. Und da. Oh Gott, und da und da und da. Ach nee. Wieder lesen. Lesen? Lesen. Da war mal was, ich erinnere mich. Fabrikschließung und so. Okay. Oh. Datiert 12. Oktober 1979. Versammlung stimmt für Ausgliederung. Neue Runde der Zwangsvollstreckungen für die Stadt zu Ende. Im Rathaus von Little Hope haben sich am Montag die letzten Bewohner der Stadt mit der Notfallmanagerin Kathy Flint getroffen, um für eine Ausgliederung zu stimmen. Aufgrund der Massenabwanderung nach der Schließung der Ravenden Textilfabrik wird die Stadt nur noch von wenigen Menschen bewohnt und ihre Kassen sind leer. Flint wurde zur Notfallmanagerin ernannt, um die öffentlichen Dienstleistungen für die verbliebenen Einwohner zu verwalten. Aber die jüngste Runde der Zwangsvollstreckungen bedeutet, dass die letzten Bewohner der Stadt zusammenpacken und weiterziehen wollen, was Little Hope praktisch menschenleer zurücklassen wird. Oh nein. Oh nein. Da wir keine Steuergelder einnehmen, bleibt uns nur noch die Ausgliederung, meinte Flint. Es ist so traurig. Diese Menschen mussten miterleben, wie die Stadt um sie herum verschwand. Versuche. Ja, ich kann das aber nicht aufmachen. Weiter geht's nicht. Wir versuchen irgendwas. Ich weiß noch nicht was, aber irgendwas. Versuche. Oha, Liebesbrief. 6. Juni 1917. Das glaube ich nicht. Die sehen uns so ähnlich. Aha. Was habe ich in der letzten Folge gesagt? Ja. Ne, bevor ich rausgehe, gucke ich mir das hier auch nochmal an. Genau, ganz viele Zahlen, die lese ich jetzt nicht vor. Wirklich interessante Geschichte. Interessieren sich Ihre Kinder für Astrologie? Ouija? Oder für Geister? Was? Ja, bla bla bla. Carsten wird Eltern beraten, worauf sie achten müssen. Was? Was? Habe ich was Falsches gesagt? Carsten wird Eltern beraten, worauf sie achten müssen. Was denn? Verstehe ich jetzt nicht. Worauf sie achten müssen. Okay. Du hast gelöst. So, also ich weiß jetzt nicht, was hier los ist. Was denn? Nun sag es doch. So, worauf sie achten müssen. Und wie diese Dinge als Fahrt zur linken Hand zur Delinquenz und Satanismus führen können. Rathaus Little Hope, Dienstag, 16. Juni 1970.
So, ich habe den Witz immer noch nicht verstanden, aber ist okay. So, kommt jetzt die Auflösung? Nein. Wissen Sie sonst etwas über Little Hope? Der Alk schafft mich. Aggressiv, hören Sie mir zu, besorgt alles okay. Aggressiv. Hören Sie gefälligst zu. Hey, kein Grund wütend zu werden. Was? Ich hab doch schon alles gesagt. Wütend, warum so aggressiv? Höflich, wir wollen hier bloß weg. Machen wir wieder. Warum so aggressiv? Aufhören. Das reicht jetzt. So, die drei Sachen habe ich schon angeguckt und bei der einen Postkarte bei dem Brief war ein Witz mit bei, den keiner verstanden hat. Hey, so. Hier lang. Verschwinden wir und... Hört ihr das? Da war definitiv etwas. Hm? Haben Sie das auch gehört? Los. Was immer es war... kam von draußen. Ist es wirklich klug, wieder rauszugehen? Hier erfahren wir nichts. Wir müssen weiter. Viel Glück. Hoffe, die Suche führt zum Ziel. Also, da muss ich jetzt ganz klar mal sagen, erinnere mich gerade mega an Silent Hill. Nämlich überhaupt nicht. Es ist zwar Kirchenglocke, aber... So, und was war jetzt so witzig? Magst du es auch mal den Zuschauern sagen? Naja, also ich meine, du hast aus Versehen gelesen, bla bla bla, möchte Eltern braten und nicht beraten. Hab ich braten? Ja, passt doch zum Spiel, ne? Aber das ist so geil. Auch so, das bin ich aufgefallen. Ich dachte, ich habe gesagt beraten. Ist ja nicht schlimm. Vielleicht kam das eh auch nur zu kurz. Hishi, das eh muss mit. Hat uns der Alte eben ausgesperrt? Der war vielleicht seltsam. Der hatte sicher ein Rad ab. Was bringt einen dazu, in Gruselhausen aufzutanken? Was meinst du? Gruselhausen. So. Oh ja, jetzt sind sie schon ein bisschen weiter weg. Lauf mit L1. Ich drück ja schon. Lauf! Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Wir kriegen das hin. Wie dieser Nebel auftaucht, das ist nicht normal. Oh, guck dir mal da diesen... Da! Oh. Das sieht dann schon ein bisschen ernster aus mit noch so einem, wahrscheinlich mit Blut bemalten Kreis hier. Was zur Hölle soll das sein? Sieht aus wie das, was Taylor beim Bus gesehen hat. John meint, sie vertreiben böse Geister. Wie kommt er denn auf solche Ideen? Keine Ahnung. Ist ein Professor. Liest sicher viel. Ich gebe zu, ich will wissen, was es bedeutet. Ich habe genug gehört, danke. Zerknirscht, habe ich dich erstreckt, forschend, bist du abergläubisch? Bist du abergläubisch? Ich habe nie an sowas geglaubt. Das trifft auf dich wohl nicht zu. Unsicher, ich bin aber nicht abergläubisch, aber... Oder selbstbewusst, Menschen glauben an sowas. Nochmal mal unsicher. Ich bin nicht abergläubisch, aber was dieser Nebel mit uns macht... Gehen wir zu den anderen. Ich will dieses ekelhafte Ding nicht mehr sehen. Na. Bleibt ihr bitte nicht so weit zurück.
Hä? They see me walking. Dann ist Licht. Hey, kommst du mal her? Was ist? Da war gerade jemand im Wald. Ich kann niemanden sehen. Nachdrücklich, ich habe echt jemanden gesehen oder rechtfertigen, glaubst du mir nicht? Naja. Ich habe jemanden gesehen. Ganz sicher. Sorry, ich glaub's nicht. Niemand würde um diese unchristliche Zeit noch draußen sein. Frustriert, gut, glaub mir halt nicht. Oder kleinlaut, finden wir die anderen. Kleinlaut. Okay. Wir sollten wirklich zur Gruppe zurück. Ihr beide, wir müssen zusammenbleiben. Was zur Hölle? Was war das? Himmel, was ist das? Okay, das reicht. Wir haben Angst. Wer ist da? Wer immer du bist, das ist nicht lustig. John, wo bist du? Daniel, Taylor? Komm schon, John, wo bist du? Das ist nicht lustig. Ich kann da nicht reingehen. Nee, sicher? Nee, hab ich schon versucht eben gerade. So. So, Angie, bleib mal bei mir. Hey, wartet auf uns! Was war das? Da, hast du gesehen? Ja. Hey. Schau dir das an. Himmel, was ist das? Weiß ich nicht. Süß. Eine Voodoo-Puppe. Das ist die Figur, die auch in der Collectors Edition drin ist. Mhm. Heißt ihr mein Herr? Höflich, ich bin Andrew. Schockiert, wer bist du? Da sind wir mal höflich, er ist kein Weichei. Ich bin Andrew. Andrew? Und ihr Name, Gnällfrau? Wer bist du? Wieso hast du sowas an? Mein Name ist Mary. Ich habe sie selbst gebastelt. Sie sieht genauso aus wie die neben euch. Werdet ihr so gut und spielt mit mir? Spielt mit. Komm, spielt mit Welch mir. Welch Teufelei ist dies nun, Mary? Ich habe nichts getan. Halt den Mund. Ich weiß, was du wirklich bist, Mary. Reverend Carvers Wohlwollen wird verfliegen, wenn er von deinem Bündnis mit dem Teufel erfährt. Noch jemand. Beim Feuer. Was? Ich sehe kein Feuer. Ich habe sie auch gesehen. Geht es euch gut? Erstaunt. Hast du das nicht gesehen? Verängstigt. Etwas stimmt hier nicht. Machen wir mal. Etwas stimmt hier nicht. Was immer hier passiert ist, es ist vorbei. Du hast keine Ahnung. Du hast es nicht gesehen. Ich verstehe nicht. Was ist hier genau passiert? Verwirrt, da war ein kleines Mädchen. Verblüfft. Weiß nicht genau. Na, auf jeden Fall werden die Eltern vielleicht noch gebraten. Dieses Mädchen kam aus dem Nebel. Sprach mit uns. Vielleicht hat der Nebel euch einfach verwirrt. Das sind die Nerven. Die Nerven, ja?
Ein kleines Mädchen hat hier getanzt, ganz im Ernst. Sie redete furchtbar seltsam. War sie überhaupt von hier? Ich weiß nicht, ich konnte sie auch nicht einladen. Oh mein Gott, sind die Wörter schnell langsamer wie seine Gedanken? Das Kind, Mary. Wollte sie euch wehtun? Taktvoll, sie wollte nichts Böses, ängstlich, sie könnte böse sein. Oder, liest ihr nicht meine Gedanken, ich rede auch ohne zu sprechen. Nein. Ich glaube nicht, dass sie das wollte. Und jetzt? Scheint, als hätten wir nur die Straße in die Stadt. Machst du Witze? Weißt du was Besseres? Eben. Genau, bleibt man nah beieinander. Damit ich euch auf einmal töten kann. Und Nessie hat ihren ersten Erschrecker. Na, das wurde ja recht schnell dramatisch. Alles, was man tut oder nicht tut, holt einem irgendwann im Leben wieder ein. Glauben Sie nicht? Gucken Sie nicht so. Ich helfe nicht. Vergessen? Mitunter schätzen wir uns glücklich, wenn wir aus Albträumen erwachen. So mag es uns auch im Moment des Todes gehen. Auf meinen langjährigen Reisen habe ich so manchen Glauben und Aberglauben gesehen. Und gewöhnlich steckt ein Körnchen Wahrheit in ihnen. Diese Unglücklichen stoßen hier auf scheinbar unerklärliche Dinge. Ich meine, düsteres Rascheln im Walde, Geister der Vergangenheit, ein Mädchen, das in Gefahr ist. Oder ist sie etwa die Gefahr? Einerlei, wo waren wir? Angela bekommt nicht viel Klatsch und Tratsch aus Taylor heraus. Keine Enthüllungen. Was ist mit John? Ist er eine Autoritätsperson? Oder vielleicht steht er auch für etwas anderes? Und dann ist da Andrew. Er wirkt auf mich etwas verwirrt. Eine Gehirnerschütterung vielleicht? Seien Sie sich gewiss, manche Ihrer Entscheidungen werden Sie später noch wertschätzen. Und manche werden Sie vielleicht bereuen. Der Kerl in der Bar, er war nicht sehr hilfreich, ganz schön unhöflich, wenn Sie mich fragen. Er war so verstörend verstört. Genug. Irgendetwas stimmt nicht mit Little Hope. Und Seelen sind in Gefahr. Machen Sie weiter. Durchdringen Sie den Nebel. Finden Sie den Busfahrer. Oh, jetzt spiele ich Angie. Ja, yeah, guck mal, sie hat richtig den totalen motivierten Blick, ne? Also, ja. Ich bin so jung, ich kann meinen Genick noch richtig kriegen. Guck dir das an. Es knackt nicht einmal. Dieses kleine Mädchen klang so fremdartig. Ich konnte sie kaum verstehen. Sie klang echt so, als sei sie nicht aus der Gegend. Klang eher so, als käme sie nicht aus der Fremde, sondern aus einer anderen Zeit. Du hast recht. Ah, okay, wir sind hier noch an der Feuerstelle. Okay, ein verlassenes Auto. Sollte ich da mal hingehen? Nur ja, warum nicht, ne? Vielleicht findest du ja noch ein bisschen was. Da war auf jeden Fall was, hast du gesehen? Ja. Oh. Auf den Namen. Keine Ahnung. Oh, guck mal, schön.
Von dir entdeckte Bilder kannst du im Bereich Sammlungen und Charaktere erneut ansehen. Juhu. Und das war wahrscheinlich schon der erste Hinweis, was eventuell passieren könnte. Könnte. Genau. Diese Bilder und die kurzen Sequenzen, die wir sehen, die könnten jetzt in irgendwelchen Entscheidungen oder Passagen auftreten. Und es soll uns was sagen. Oder wir können das ja auch vielleicht verhindern. Wahrscheinlich, ja. Wer weiß. War nicht noch im Auf. Hörst du das? Was war das? Das ist nur der Wind. Ist sicher nur ein nachtaktives Tierchen. Kein Grund zur Sorge. Hoffe, du hast recht. Kannst du da ins Haus rein? Nee, die geht da nicht hin. Hat Angst. These boots are made for walking. Siehst du das? Das war euer Abendessen. Ich will sonst gute Nacht. Vielleicht sieht man von da oben her. Oh, hier kann man bestimmt schön Picknick machen. Ja. Oh, da haben wir wieder was für Nessie. Geisterstädte im Nordosten, Little Hope, zurückerobert von der Natur. Wenn man sich eine Geisterstadt vorstellt, denkt man sofort an eine leere Straße, eine Hütte in der brütenden Hitze und überall Steppenläufer. Jedoch gibt es auch im grünen Nordosten der Vereinigten Staaten Geisterstädte tief in den Wäldern, vergessen und der Natur überlassen. Das Aussterben einer Stadt kann vielerlei Ursachen haben, aber man wird zwangsläufig auf wirtschaftliche Gründe stoßen. Die Stadt florierte vielleicht einst in der, ob der Holz- oder Bergbauindustrie. Dann verschwinden die Arbeitsplätze und die Menschen mit ihnen. Bei der Stadt Little Hope ist der Name Programm. Sie gehört zu diesen Städten eine Gemeinschaft, die sich um eine Textilfabrik scharte, welche aufgrund der Übersättigung des Marktes von Billigimporten schließen musste. Na gut, das kennen wir bei vielen Städten tatsächlich. Nach vielen Versuchen, die Mühle zu retten, wurde sie geschlossen und die Bewohner verließen die Stadt in Scharen. Bald darauf folgten die Schließungen der Schule und sogar der Kirche. Zurück blieben nur noch verfallene Ruinen. Achso, verborgene Tiefen. Little Hope ist eine Geisterstadt. Doch die Wälder in der Umgebung sind nach wie vor ein Anziehungspunkt für Fans des Extremsports. Die Höhen von Hobbs Deep sind bei Eiskletterern sehr beliebt. Doch die gefrorenen Wasserfälle gelten als gefährlich. Filmempfehlung: Architekten des unleserlich, nochmal unleserlich, 22.30 Uhr, 21.30 Uhr Central Time wahrscheinlich. In dieser Folge demaskiert Kate Wilder den Zodiac-Killer. Ich liebe den Zodiac-Killer. Also zumindest die Geschichte darum, ne? Finde ich sehr interessant, weil das nie aufgedeckt wurde. Doch können ihre schonungslosen Ermittlungen neue Fakten über den berüchtigten Mörder zutage fördern. Sehenswert für die beeindruckenden von der Golden Gate Bridge gefilmten Aufnahmen sind von San Francisco. Mein Gott. Müssen ja denken, ich hatte eine 6 damals in Deutsch. Kriegen wir es mit den Zodiac-Killer zu tun? Wie geht's dir? Weiß ich nicht. Verstehst du, was uns vorhin passiert ist? Verwirrt? Was für ein Unsinn. Ängstlich? Ich glaube, wir sind in Gefahr. Sie ist ängstlich, sie ist rational. Ich glaube, wir sind in Gefahr. Irgendwas an diesem Ort ist furchtbar falsch. Ja, das spürt man. Was lauert dort? Beruhigend. Wir finden einen Ausweg. Rebellisch, ruhig bleiben. Machen wir beruhigend. Wir finden schon einen Weg hier raus. Müssen wir ja. Hoffe, du hast recht. Danke für dein Interesse.
der Busfahrer. Das erinnert mich gerade an den ersten Teil. Meine Miete ist immer noch fällig. Keine Lohnerhöhung. Und in der nächsten Folge sehen wir, ob die Miete eingeholt werden kann. Guten Abend, tschüss. Guten Abend, tschüss. Thank you.